Zuletzt bei The Legend of Zelda Spirit Tracks. Wir konnten den Boss des Waldtempels besiegen und damit dem Turm der Götter einen Teil seiner Energie wieder zurückgeben. Dadurch erhielten wir Zugriff auf weitere Stockwerke und konnten die nächste Gleistafel finden, welche uns ins Schneetal führt. Hier ist ein weiterer Dungeon, welchen wir benötigen, um den Turm der Götter wieder zusammenzubauen. Einen angenehmen guten Tag, meine lieben Freunde. Wie geht's euch? Und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von The Legend of Zelda Spirit Tracks. Wir sind mittlerweile schon wieder lange unterwegs, beziehungsweise auf straightem Weg unterwegs. Verzieht euch! Ich krieg voll auf die Schnauze! Ey! Ich kann nichts tun. Das wird zu viel, Hübi. Vielleicht sollten wir umkehren und uns etwas überlegen. Ja, was soll ich denn tun? Einfach rückwärts fahren oder was? Ich wüsste nicht, was ich hier tun soll. Die zerlegen mich. Die scheinen vor der Tröte keine Angst zu haben. Oder so. Oder flüchten die vor mir? Nee, ich krieg noch mal. Ich geh gleich Game Over. Digga! Ja, Mann! Das ist so fair! Ich feier das! Ich hatte richtig viele Chancen, mich zu wehren. Game Over! Stabil! Schön! Ja. Ich brauche ja gar nicht losfahren. Ich habe auf die Schnauze bekommen. Achso, ich muss mich jetzt nochmal verprügeln lassen, oder was? What the hell? Was ist das für ein Start in dem Part? Und warum muss ich überhaupt hier diese Drehplattform... Achso, stimmt, ich bin ja reingefahren, dann muss ich ja gedreht werden, um wieder rauszukommen. Alles gut, ich habe nichts gesagt. Ja, aber jetzt mal Real Talk. Was hätte ich denn da tun sollen? Ich wurde einfach von zwei Wildschweinen... Mein Zug wurde legit von zwei Wildschweinen zerstört. Ich finde das tatsächlich ein bisschen deprimierend, wenn ich ehrlich bin. In Ordnung. Ja, dann fahre ich einfach weiter und versuche, lebend nach Hyrule-Stadt zu kommen. Das ist meine Strategie. Und ich hätte vielleicht nach unten fahren sollen, statt in die Richtung. Weil ich wusste ja, dass ich hier schon auf die Fresse bekommen habe. Aber vielleicht komme ich lebend in Hyrule-Stadt an, bevor die mich verprügeln. Weil, wie gesagt, die Tröte scheint nichts zu bringen. So, gib Gas. Ich tröte ganz viel. Ich tröte ganz viel. Okay, ich lebe noch. Stabil. So, bin ich hier sicher? Jetzt sind wir wieder am Schloss, wie es wohl Albert und Ferro ergangen sein mag. Ja, wir wurden gerade verprügelt und konnten uns nicht wehren. Ist das, keine Ahnung, also... Möchtest du da nicht mit mir drüber reden oder so? Ey, ich hab Post! Wir können die Glückslose kaufen! Dann können wir direkt mal beim Gewinnspiel mitmachen. Gewinne, gewinne, gewinne. Hallo, wie geht's dir? Das ist ein Brief von Ferro. Aber er hat gesagt, Ferro angeschlagen, aber er hat gesagt, dass er schon wieder voll da ist. Sehr schön, das freut mich. Bitte sehr. Yeah. Gut, ich habe die Post abgeliefert. Man hat sich, ja, man sieht sich, ne? Meister, hau rein. Okay. Was möchte Ferro uns an der Stelle mitteilen? Tut mir leid, dass ich dir nicht helfen kann, Hübi. Wenigstens kann ich mich endlich wieder etwas bewegen. Kannst du vielleicht zum Schloss kommen und mich nach Prologia bringen? Ich warte im Schloss. Ah. Unsere erste Escort-Mission. Ah, warte mal. Wo war der Shop? Ist das der Shop? Wo kann ich so ein Los kaufen? Ich glaube, das war der Shop, oder? Nee, das ist das Hühnerhaus. Aber vielleicht ist da was? Nee, das ist... Wo war der Laden? Gab es überhaupt einen Laden? Oder war das... Oh, Moment mal. Irgendwie klingelt es, dass das der Laden ist. Ja, das sieht gut aus. Das sieht gut aus. Das sieht sehr gut aus. Grüß dich, Meister. Ich hätte gerne hier das hier. Yeah, 10 Glückspostkarten. Ich kaufe gleich mal nochmal welche. Warum nicht? Ich glaube, man kann bis zu 10 losschicken, wenn ich das richtig mitbekommen habe. So, alle Rubine brauche ich dafür jetzt auch nicht ausgeben. So, aber dann steppen wir mal quasi jetzt zum Briefkasten und schicken die ab.
Weil je häufiger wir beim Gewinnspiel mitmachen, desto höher ist die Wahrscheinlichkeit, dass wir was gewinnen. Guten Tag, hier kannst du deine Post aufgeben. Du hast heute 0 Postkarten bei mir abgegeben. Du kannst an einem Tag bis zu 20 Karten abgeben. Ich schicke mal 5 Glückspostkarten ab. Und dann schicke ich nochmal 5 ab. Kann ich echt 20 abgeben? Soll ich vielleicht einfach alle abschicken? Ich dachte aber, ich hätte irgendwo mal die Zahl 10 aufgeschnappt. Ich schicke mal nur 10 los. Ich meine, 10 ist ja auch in Ordnung. 10 passt ja auch. Und dann schauen wir einfach mal, was abgeht. So. Hier müsste jetzt irgendwo Ferro sein. Warte mal, das Krankenzimmer war, glaube ich, hier. Genau, der Trainingsraum auf der anderen Seite. Da muss ich noch diese Challenge machen, dass ich 900 Schläge irgendwie schaffe. Grüß dich, Meister! Hallo, Hübi. Du hast meinen Brief erhalten. Nice. Ich habe ganz schön was abbekommen. Aber schlimmer ist, dass die Prinzessin nicht beschützen konnte. Ich sorge mich um sie. Naja, also. Ich weiß, wo sie ist, Meister. Was? Der Geist der Prinzessin ist hier? Und um sie wieder in ihren Körper zu bekommen, musst du in Schneetal? Das klingt ja ziemlich verrückt, aber du scheinst es ernst zu meinen. Allerdings gibt es dort viele Monster. Im normalen Zug ist das zu gefährlich. Ich hab's, Hübi, das ist die Lösung. Wir müssen zurück ins Dorf. Ich gehe schon mal zum Bahnhof. Ah, das will das Spiel von mir. Okay. Vielleicht kann der uns was geben, um uns zu verteidigen. Das Spiel wollte, dass man auf die Schnauze bekommt, dass man dann in Hyrule-Stadt quasi parkt. Oh, Albert? Oh nein, die Prinzessin kommt wohl nicht mehr zurück. Was sollen wir tun? Albert, bitte, Hübi, sag Albert, dass er sich nicht um mich sorgen muss. Was? Die Prinzessin ist ein Geist, ich soll mir keine Sorgen um sie machen. Meinst du das ernst? Ja. Was? Boah, das klingt ja, als zweite die Prinzessin nicht mehr unter uns. Wie unhöflich, ich will nichts mehr hören. Wenn ich jetzt die Wachen informiere, entsteht ein großer Aufruhr. Aber was kann ich allein schon tun? Oh. Der ist total frustriert, dass er nichts machen kann. Ich glaub dir nicht. Du musst mir helfen, meinen Körper zurückzuerlangen. Keine Sorge. Was habe ich vor, Prinzessin? Jetzt schaue ich aber mal nach, ob ich jetzt hier schon diese Kampf-Challenge theoretisch machen könnte. Du darfst niemals deine täglichen Übungen vernachlässigen. Komm jederzeit vorbei, wenn du üben willst. Ja, will ich doch. Deswegen bin ich doch hier. Du bist wirklich gut, aber ich habe auch von den ganzen Übungsschlägen keine Kraft mehr. Ich bin hier, um zu üben. Vielleicht kann ich diese Challenge erst später machen. Naja, das werden wir bei Gelegenheit noch überprüfen. Jetzt kümmern wir uns erstmal darum, dass wir Ferro zurück ins Heimatdorf bringen. Um dann von ihm hoffentlich irgendetwas an die Seite gestellt zu bekommen, mit dem wir in der Lage sind, um uns zu verteidigen. Weil der Dude ist gar nicht so blöd, wie er aussieht. Okay, er sieht nicht blöd aus. Aber, na, ihr wisst, was ich meine. Und dann schauen wir einfach mal, was hier abgeht. So, dann schnell zurück nach Hause. Yes. Alles einsteigen. Na dann, auf eine Prologia. Oder war Prologia der Name? Ich hab jetzt gleich auf den Namen geguckt. Ich glaube nicht, dass es... Prologia? Nee, Prologia war, glaube ich, woanders. Okay, warte mal. Ja, ich ziehe einfach eine Linie. Ich werde sowieso eine andere Route fahren, weil diese Dämonenzüge mich wahrscheinlich sowieso dazu zwingen werden, eine andere Route zu nehmen. Aber dem ersten Dämonenzug kann ich schon relativ easy entkommen, weil der Richtung Turm der Götter fährt, wenn ich das richtig interpretiere. Jetzt müssen wir nur gucken, was der andere macht. Der kommt uns gefährlich nahe, sage ich mal. Der wird abbiegen... Und damit wahrscheinlich nochmal abbiegen. Ich werde tatsächlich, denke ich, einen kleinen Umweg fahren, um ihm aus dem Weg zu gehen. Wir müssen halt gucken, wo und wie er abbiegt. Ich glaube, wenn ich jetzt hier lang fahre und dann quasi wieder nach rechts abbiege, dann müsste ich beide Optionen haben, um ihm zu entkommen. So, warte mal, biegt er jetzt nach oben ab oder fährt er geradeaus? Er fährt geradeaus. Okay. Jetzt muss ich hoffen, dass ich schneller als er bin. Aber ich glaube, ich bin nicht schneller als er. Der bumst uns. Der bumst uns komplett. Ich glaube, ich bin am Arsch. Der zerlegt uns. Der zerlegt uns komplett. Nicht gut. Okay, gar nicht gut. Warte mal, wo biegt der oben ab? Ja, in die Richtung. Das war logisch. Okay, Geist. Dann machen wir das jetzt einmal so. So, genau. Und dann lasse ich den jetzt einfach vorbeifahren. Funktioniert das? Ja. Er sieht noch nicht, dass ich da bin. Okay, ich glaube, dann sind diese zielsuchenden Züge, von denen ich erzählt hatte. Dann kommen die vielleicht erst später. Ja, ihr merkt, ich habe halt so dieses ganze Game noch so bruchstückhaft im Kopf. Ich weiß noch so grob, was es gibt,
Aber ich weiß nicht mehr, wann oder wo und in welchem Umfang und whatever. So, warte mal, der biegt jetzt da vorne da drüben ab. Das heißt, er wird unten am Dorf vorbeifahren. Das heißt, ich muss jetzt hier geradeaus düsen. Ich werde euch irgendwann später im Projekt dann auch die ganzen Zugfahren ein bisschen cutten, insofern da nichts Spannendes passiert. Aber jetzt am Anfang lasse ich sie noch ein bisschen drin, damit ihr einfach mal seht, wie das funktioniert und was da so abgeht. Das ist ja das, was die Leute ein bisschen kritisieren, dass dieses Zugfahren auf Dauer ein bisschen langweilig wird. Und bis zu einem gewissen Punkt kann ich es verstehen, aber wie gesagt, aktuell ist es halt einfach auch noch sehr wehrlos auf der einen Seite. Und wir haben halt auch noch gar nicht diese ganzen Sonderchallenges freigeschaltet, die es während dem Zugfahren noch so gibt. Und wenn man, sag ich mal, die hat, dann ist man auch noch ein bisschen, flexibler. Und es ist alles ein bisschen kurzweiliger. So, aber den Dämonenzügen sind mir erfolgreich aus dem Weg gegangen. Dann cutte ich euch jetzt kurz bis zum Dorf. So, da wären wir. Von einem Wildschwein habe ich auf die Schnauze bekommen. Da habe ich nicht gut genug aufgepasst. Oh Gott, ich muss bremsen. Holy shit. What the fuck. Ich war abgelenkt. Bremsen. Yes, wunderbar. Optimal, optimal angekommen, würde ich behaupten. Nicht schlecht, diese Lok. Nicht schlecht. Nicht schlecht. Und die stand im Turm der Götter rum? Aber eine Lok allein reicht nicht zum Reisen. Wart mal kurz. Das hier dauert noch ein Weilchen. Schaut uns mal bei Opa Nico vorbei. Ah, Freunde. Es riecht böse nach Stempelbuch. Das, was ich beim letzten Mal schon haben wollte. Aber was sie mir nicht geben wollte, weil ich wohl ein bisschen zu früh war. Okay, jetzt Meister. Hey, Hübi, du bist ja wieder. Irgendwie erinnerst du mich an jemanden. Einen alten Freund oder so. Jetzt, wo du mit deiner Lok die ganze Welt bereisen kannst, würdest du mir da einen kleinen Gefallen tun? Was gibt's denn? Als ich noch jung war, bin ich gerne gereist und war an den exotischsten Orten. Da gab es dann immer diese Stempel. Keine Ahnung, wer die da hingestellt hat. Die waren so eine Art Andenken. Ich fand die immer toll, aber ich hatte kein Stempelbuch. Kannst du mir diese Stempel besorgen, Hübi? Hier, diesmal habe ich auch das Buch. Yeah! Du hast das Stempelbuch erhalten. Damit kannst du überall im Land Stempel für Nico sammeln. Bring mir so viele Stempel, wie du nur kannst. Wenn du viele findest, gibt es eine Belohnung. Und damit startet jetzt offiziell die Stempelquest, die ich die ganze Zeit im Schädel hatte. So, und jetzt können wir nämlich anfangen, uns hier diese Stempel zu snacken. Ein Stempel. Ja, den möchte ich ins Buch aufnehmen. Und dann kann ich hier einfach, bam, den hier platzieren. Und dann markiere ich mir auf meiner Gleiskarte, dass ich jetzt hier diesen Stempel habe. Wunderbar. So und nicht anders wünsche ich mir das. Und ich hoffe, dass Ferro jetzt auch mit unserer Lok fertig ist. Hey, Hübi! Selbe Sequenz wie am Anfang, als wir das erste Mal unsere Lok zu Gesicht bekommen haben. Ach, Hübi, ich bin fertig. Schau dir das mal an. Oh yeah! Wir haben eine Kanone. Eine Kanone für deinen Zug. Damit kriegst du selbst große Felsen klein. Außerdem kannst du dich jetzt gegen Monster zur Wehr setzen. Dann mach dich jetzt auf ins Schneetal und rette die Prinzessin. Nur du kannst das schaffen, Hübi. Yes! Eine Kanone, toll! Damit kommen wir ins Schneetal. Los, wir sollten uns beeilen. Yeah, bin ich auch dafür. So, und jetzt hat das Zugfahren schon eine weitere, sag ich mal, wie soll ich sagen, Besonderheit bekommen, die das Zugfahren auf jeden Fall ein bisschen spannender macht. Wie heißt jetzt der Ort? Ich habe jetzt noch nicht aufgepasst. Doch, Prologia. Okay, dann habe ich das doch richtig gesagt. So, dann lasst uns da hindüsen. Das war aber immer noch nicht alles, ne? Also es ist, denkt nicht, dass ihr schon am Limit seid, was es angeht. So, wir können jetzt irgendwo hintippen und wunderbar auf Sachen schießen. Wir können jetzt, wie gesagt, da hängt ein Zettel um die Kanone. Ja, ich weiß, wie man feuert. So. Wir können sie, wie gesagt, Sachen kaputt feuern. Die Felsen können wir kaputt feuern. Man kann tatsächlich auch die Möwen treffen, aber das ist sauschwer. Hey, ich habe sie getroffen. So, und auch die Gegner können wir jetzt endlich abfeuern. Zack. Sehr schön, der hält nur einen Treffer aus. Was ein Lappen. Und irgendwie, ich kann euch nicht ganz genau beschreiben, warum, aber das Kanonenabfeuern fühlt sich irgendwie besser an. So, da vorne ist ein Hase hinter dem Stein. Den Stein können wir auch kaputt machen, aber der Hase flüchtet dann einfach. Das wird nicht immer so sein, meine lieben Freunde. Seid wachsam und aufmerksam. So, hier sind diese komischen Schweine. Genau da, hier. Verzieht euch! Oh shit, die sind jetzt sauer. Geben die mir auf die Fresse? Ach, ich darf die nicht... Ich kann die nicht besiegen. Ah, lol. Das sind ja keine Monster. Die müsste ich einfach nur mit der Tröte vertreiben. Oh, ich bin ein Tierschänder. Well, passiert.
Ich werde daran arbeiten, nicht mehr so fies zu meinen tierischen Freunden zu sein. Aber die saßen auf den Gleisen. Oh, die kann ich auch kaputt machen. Zack, 5 Rubine in meinen Rubinbeutel. Apropos Rubinbeutel, ich glaube, die haben kein Limit. Ich glaube, den Geldbeutel gibt es in diesem Spiel, soweit ich weiß, nicht als Item, sondern wir können von Anfang an unlimited Stuff mitnehmen. Ihr wisst Bescheid. So, dann halten wir aber kurz hier an, wenn wir schon hier an diesem Ort vorbeikommen. Denn auch hier gibt es noch ein Stempelbuch, welches ich mir sogar markiert habe. So, und ich komme jetzt auch an das Huhn ran. Stimmt! Gut, dass ich mir das auch markiert habe. Da, Leute, ich liebe es, wenn du alte Markierungen von dir wiederfindest. Aber du kannst jetzt dieses Huhn nämlich da runterpusten, ne? So, und dann nimmst du es nämlich mit und kannst größere Abgründe überfliegen. That's the way to go. Und damit, wow, ein großer roter Rubin, 200 Rubine wert. Stabile Sache. Wirklich stabile Sache. So, und hier ist es auch noch das Stempelbuch. Das nehme ich mir auch gleich noch mit. Zack. Schöner Stempel, gefällt mir. Und dann können wir uns quasi auch diese Markierungen von der Karte löschen, dass wir nicht verwirrt sind, sollten wir nochmal herkommen. Da muss man ein bisschen gründlich sein. Also da muss man sich ein bisschen organisieren. Das ist eine kleine Form von selbstständig sein. So, und hier machen wir auch die Markierung weg, dass wir einen Stempel haben. Das ist so geil, ich liebe das. Du fühlst dich wie so ein Abenteurer, der mit seinem Notizbuch durch die Welt reist und alles erkundet und sich Notizen macht, welche Orte er schon bereist hat und wo er noch was zu tun hat. Und wenn du dann immer wieder einen altbekannten Ort bereist und dann quasi auf deine alten Notizen wieder triffst, das ist so, oh mein Gott, das ist so ein befriedigendes Videospielgefühl einfach. Just loving it. Okay, so, aber jetzt hier straight nach oben. Wie gesagt, man müsste theoretisch keine Route zeichnen. Wir könnten auch straight drauf los, aber einfach damit es einfach komplett ist. Ich könnte auch jetzt auch einen Abstecher über den Waldtempel machen, aber das mache ich irgendwann anders. Wir haben jetzt schon genug gesammelt und alte Orte besucht. Ich denke mir, wir kümmern uns mal ein bisschen drum, hier Progress zu machen und neue Gebiete zu bereisen, weil sobald jetzt an dieser Weiche quasi vorne jetzt abbiegen, ne, sind wir in neuem Gebiet, denn diese Gleise waren bis vor kurzem noch nicht vorhanden, und zwar genau ab jetzt befinden wir uns auf neuem, unerforschten Terrain, und niemand weiß, was am Ende auf uns warten wird. Der epische Erzähler, der in seinen Podcast-Mikrofon spricht, um eine möglichst epische Stimmung zu... Oh, hier sind Felsen. Okay, hier wäre es ohne Kanone gar nicht weitergegangen. Ich verstehe. Zack. So. Und da ist nochmal ein Hase, Guys. Und wisst ihr, was ich jetzt mache, weil es mir gerade kommt? Ich markiere mir diese Hasen. Oh, das ist super hässlich geworden. Zwar quasi mit kleinen Xen. Ich glaube, hier unten war der andere. Weil, ihr könnt es euch schon denken... Die werden wir früher oder später quasi alle besuchen müssen. Und da mache ich mir lieber jetzt schon mal Markierung, wo ich Hasen finde, weil schaut mal, hier ist ein Bahnhof, der gar nicht auf unserer Karte eingezeichnet ist. Was ist denn wohl hier los? Das hätten wir bei Phantom Hourglass auch schon. Hasenland. Inseln quasi, die nicht auf der Seekarte eingezeichnet waren. Der Dude. Ich liebe ihn. Das ist wirklich ein merkwürdiger Ort hier. Ja, Zelda, gebe ich dir recht. Gebe ich dir vollkommen recht. Sehr, sehr skurril, was hier vonstatten geht. Aber er hat süße Häschen. Willkommen im Hasenland. Hier kann man den Alltag vergessen und süße Häschen streichen. Das ist entspannt. Bist du auch hier, um den Alltag zu vergessen? Ich spiel mal mit. Ja. Du bist wirklich hier, um zu entspannen. Wenn du nicht ganz bei der Sache bist, könnte die Sache nach hinten losgehen. Willst du dich trotzdem entspannen? Ja. Ich verstehe deine Entschlossenheit. Dafür gebe ich dir das hier. Yay, das Hasennetz. Warum ich dir ein Netz gebe, ich erkläre es dir kurz. Für Fische braucht man eine Angel. Für Hasen, hast du das verstanden? Ja, ein Netz. Also, das Netz funktioniert so. Du kannst es dir bestimmt schon denken, ne? Während du mit der Lok unterwegs bist, wirst du hier und da Hasen sehen. Und sie verstecken sich hinter Felsen und so. Lockst sie mit der Dampfpfeife hervor. Und dann schießt mit der Kanone auf den Felsen. Das erschreckt sie. Das Hasenspiel kann beginnen. Fang die Hasen mit dem Hasennetz. Berühre die Hasen im richtigen Zeitpunkt, um sie einzufangen. Aber pass auf, wenn du sie verfehlst, fliehen sie und du bekommst sie nicht mehr. Uff, das war lang. Hast du alles verstanden? Habe ich. So, dann geh und fang mir ein paar Hasen. Je mehr Hasen du mir bringst, desto prächtiger deine Belohnung.
Aha, in Ordnung. Aber ich schaue mich trotzdem mal in deinem Hasenland hier ein bisschen um. Weil da ist nämlich eine Truhe. Da ist nämlich eine Truhe, die werde ich mir hier... Oh Gott, ey. Mein Touchpad ist übel falsch kalibriert. Die werde ich mir quasi... Oh Gott. Okay, wartet. Ich mache einen Kreis. Ein X ist gerade sehr schwer. So. Ich weiß noch nicht, ob ich da jetzt schon hinkomme, aber lieber eine Markierung zu viel ist, dass ich dann später eine vergesse. Und das ist, wie gesagt, das Hasenland. Und ich glaube, das sind auch die einzelnen Gebiete der Map, ne? Das hier ist so ein bisschen schneebedeckt, dass natürlich alle Hasen nicht an einem Schneetal fange. Hier ist alles ein bisschen felsig. Das sind wahrscheinlich alle Hasen, die wir im Gebirge fangen. Und hier unten ist alles voller Sand. Das ist wahrscheinlich so Strandwüste-mäßig. Dann sehen wir quasi mal, wo wir die einzelnen Hasen gefangen haben. Ich habe keinen Schimmer, wie ich in die Truhe rankommen soll. Deswegen, wie gesagt, ist es, glaube ich, gar nicht so schlecht, wenn ich mir hier das hier quasi mal markiert habe mit einem X. Und dann würde ich das äußerst interessante Hasenland, ich zeig dir mal den echten Hasen, erstmal verlassen und weiter düsen. Ich fahre jetzt aber nicht zurück, um quasi die alten Hasen noch einzusammeln, weil wir werden an diesen Orten noch häufig genug vorbeikommen. Aber quasi jeden Hasen, den wir ab jetzt finden, quasi können wir fangen, wenn wir Bock haben. Und deshalb werden wir jetzt schön unsere Äuglein offen halten, ne? Wo sich einer dieser zweiohrigen Viecher versteckt. Er sagt immer, man muss sie mit der Dampfpfeife vorlocken, damit man sie sieht und dann quasi den Felsen kaputt machen. Wir überspringen einfach den Part mit der Dampfpfeife und machen die Felsen direkt kaputt. Oh, da vorne sind diese Wildschweine, die uns vorhin einfach ein Game Over beschert haben. Nicht nochmal. So. Hier alles schön kaputt böllern. Es könnte überall ein Hase versteckt sein. Da vorne ist auch noch einer. Und da seht ihr schon, wartet das Schneetal auf uns. Ganz typisch irgendwie, dass es früher oder später ein Schneetal geht. Wie war denn die Reihenfolge bei Majora's Mask? Da ist auch Sumpf. Und dann kam auch schon Schnee. So, ich denke mal, zu der Stadt fahren. Weil da vorne ist irgendwas, was versperrt ist. Zumindest ist auf der Karte ein riesiges Schloss. Daraus schließe ich einfach mal, dass das versperrt ist. Immer schön umgucken. Genau hier, das ist eine Höhle, glaube ich. Das ist eine versperrte Höhle, wenn ich das gerade richtig gesehen habe. Und da, sage ich mal, das Dorf hier. Der einzige Ort ist, den ich aktuell im Schneetal bereisen kann, weil meine Reisemöglichkeiten hier wirklich, etwas beschränkt sind. Oh, Guys, ein Hase. Ein Hase. Watch out. Zack, da haben wir ihn. Glaubt mir, das fällt man auch häufig. Sehr schön. Den muss ich nicht mehr auf meine Karte markieren, weil ich ihn ja quasi schon gefangen habe. Und ich glaube, die tauchen auch nicht wieder auf, wenn man sie einmal gefangen hat. Also, da muss ich jetzt nicht aufpassen, dass ich mir noch irgendwie markieren muss, welchen ich schon gefangen habe und welchen nicht. Sobald ich einen habe, passt das. Quasi jeden, den ich jetzt nicht fangen sollte. Den werde ich mir quasi nochmal extra... Oder soll ich mir auch die Gefangenen markieren? Wäre eigentlich schon sinnvoll, dass wenn mir irgendwann einer fehlt, dass ich sehe, welche ich schon habe und welche nicht. Moment, ich werde vielleicht einen kleinen Haken hinmachen. So, ich mache ein X, wenn ich einen noch nicht gefangen habe und so einen kleinen Haken, wenn ich den schon gefangen habe. Damit ich dann später abgleichen kann, ob mir einer fehlt und wo. Ist ganz schön kalt hier. Hören wir uns mal nach dem Aufenthaltsort des Lokomo um. Machen wir, aber erst will ich mir den Hasen hier noch markieren. Der war hier. Okay, das ist irgendwie kein schönes Symbol, das erkennt man nicht so gut. Ach doch, hier, so ein Haken. Das finde ich in Ordnung. Yes, und was hier im Schneedorf abgeht, das erfahren wir beim nächsten Mal, meine lieben Freunde. Danke fürs dabei sein, das war The Legend of Zelda Spirit Tracks für heute. Bis zum nächsten Mal.